Zweieinhalb Monate nach dem Germanwings-Absturz in Frankreich sind die sterblichen Überreste von 16 Opfern in Haltern am See angekommen. Es handelt sich um 14 Schüler und zwei Lehrerinnen. Der Konvoi fuhr am Josef-König-Gymnasium vorbei, in dem die Jugendlichen zur Schule gegangen waren. Die Halterner Gruppe war auf der Heimreise von einem Sprachaustausch in Spanien. Für sie soll auf dem Friedhof der Stadt im Ruhrgebiet eine Gedenkstätte errichtet werden. Vor der Schule sind 18 Bäume zur Erinnerung an die Opfer gepflanzt worden. Eine Sondermaschine hatte zuvor 44 der 72 deutschen Opfer des Absturzes nach Düsseldorf gebracht. Die Särge wurden in einem abgetrennten Bereich des Flughafens an die Angehörigen übergeben. Bei dem Absturz des A320 in den französischen Alpen im März waren alle 150 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der deutsche Co-Pilot das Flugzeug mit Absicht gegen das Bergmassiv gesteuert.